Hallo und willkommen zu unserer Cocktailrunde. Wir haben ja vietnamesische Woche, das heißt, wir haben auch einen entsprechenden Cocktail dazu. Und zwar ganz besonders haben wir vietnamesischen Wodka. Und dieser Wodka, der schmeckt wunderbar nach gebratenem Reis oder nach geröstetem Reis, um es besser zu sagen. Also hat einen sehr intensiven Eingeschmack. Und das werden wir jetzt alles kombinieren, was hier ist, Ingwer und Gurke und Limette, und werden ein Saigon Mule herstellen. So, wir nehmen uns zunächst ein Glas und werden uns hier eine Limette nehmen und die vierteln und werden uns dann daraus zunächst einmal von einer halben Limette oder zwei Limettenviertel den Saft ins Glas pressen. Schön auspressen, dass wir genug oder reichlich Saft auch haben. Geben wir uns schon mal ein bisschen Eis hinzu. Schöne große Eiswürfel, dass das Eis auch lange hält und nicht zu schnell schmilzt. Hier noch den Rest von dem Limettensaft bzw. von den Limettenvierteln dazugeben. Gebe auch schon, da es ja ein Mule ist, wie ein Moskau Mule, Gurke hinein. Mal an die Seite zwei Scheiben. Die erfrischende, spritzige Gurke. Dann kommt jetzt unser Nep Moi, vietnamesischer Wodka, dazu. Und den geben wir auch schön dazu, schön übers Eis. Dann noch ein wenig Eis, beziehungsweise mit Eis voll machen. Dann Gingerbier kommt hinzu. Man könnte auch Ginger Ale nehmen, aber für die herbe Note und für den etwas anderen Geschmack mal ein Gingerbier. Gießen das hier schön über die Eiswürfel in unseren Cocktail. Und auch nochmal zur Dekoration schneide ich mir hier ein bisschen Gurke herunter, beziehungsweise mit so einem Sparschäler einen Streifen, den ich mir hier rumwickle. Dann kommt jetzt noch ein Strohhalm dazu und fertig ist unser Saigon Mule. Und den lassen wir uns jetzt bei den heißen Temperaturen schmecken. Bis zum nächsten Mal.